Hallo meine Lieben, heute sind wir in einer alten Fabrikanlage. Mal gucken, was dort noch alles vorhanden ist. Kann natürlich sein, die ist noch ziemlich hohl schon, aber schauen wir mal. Gehen wir mal hin. Kiwanocam ist auch wieder mit am Start. Ich würde euch ihn wieder verlinken. Das erste Haus vom Betriebsgelände. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ah, schon ziemlich verfallen das Ganze hier. Ganze Decke kommt runter. Wir kämpfen uns jetzt hier hinten durch den Dschungel durch. Hier ist das Haus, wo wir gerade drinnen waren. Von außen nochmal. Die Regenrinne hat ja auch schon bessere Zeiten hinter sich. Aber wie ihr seht, das ist schon alles ziemlich hohl ausgehöhlt hier. Das wird eine ganz schöne Kletterpartie heute hier. Wir werden uns jetzt hier oben durchschlagen müssen. Mal gucken, was es hier so drin gibt. Sieht ziemlich leer aus, alles leer geräumt. Aber das war uns fast schon von vornherein klar, dass es ja nicht mehr so viel gibt. Aber es ist trotzdem eine lustige Nummer bis jetzt. Und mal gucken, was uns noch so alles hier erwartet. So, mal gucken, was das ist. Ich denke mal, so ein altes Verwaltungsgebäude wird das sein. Hier sind schon mal die Toiletten gewesen. Und hier mal ein bisschen größerer Raum. Ist natürlich schon alles ziemlich verfallen. Aber das war uns vorher klar. Hier die alten Holzdielen komplett kaputt. Also hier in den Raum würde ich nicht empfehlen zu treten. Genau wie die obere Etage. Die Balken überall schon der Schwamm drin. Also alles mit extremer Vorsicht zu genießen hier. Erstmal die größeren Fabrikgebäude mit einem riesengroßen Schornstein dort hinten. Wie gesagt, das war erst jetzt das Verwaltungsgebäude, Bürogebäude, denke ich mal. Das ist ein ganzes Stück Leihfläche, wo wir gesehen werden. Also jetzt müssen wir zügig sein. Genau. Und erst hinter dem Gebäude kommt dann unser eigentliches Gebäude, was wir sehen wollen. Ah, hier ist wieder eine
ein Holzboden drin. Muss man eben verdammt aufpassen, dass man hier nicht durchbricht und sich was tut. Und hier wieder in dem Stock, im ersten Stock, die Toiletten. Oh, das sieht schon episch aus. Halt Endzeitstimmung hier. Wenn ja, dann bitte Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann schaut auch mal gern bei Cavano Camp vorbei. Euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao.